Streich auf den Gegner. Nur ein starker Text ist ein guter Text. Nur der wahre Ton ist ein wahrhaftiger Ton. Nur ein wahrhaftiger Text ist ein fetter Text. Nur ein die subjektive Lust hinausschleudernder Text ist ein Text, der die Schwarte krachen lässt. Nur ein ordentlich aufräumender Text ist ein rechtlicher Text. Nur ein Text ohne Wortglauberei ist ein direkt eindringender Text. Antisensibilistische, die Tatsachen der Welt hinausbrüllende Texte mit hochgespanntem, rotem Kehlkopf herausgebliebene Texte über die Verzweiflung des Lebens, den Hörer in nervöse Irritation werfende Texte. Das Gedärm aufreißende Blasen. Die Skelett noch freilegende, unter großem Druck verspritzende Gehirnmassen des Sprachzentrums mit allerhöchstem Genuss verspeisen. Verborstene Wortkonstruktion wie eine Suppe aus der Wahlkühlung schlürfen, wie Quellwasser aus der Hölle. Der Kampf heißt Wurstwasser. Schädeldecken von Tieren und Menschen, es wird das ganz dicke Brett gebohrt. Und wenn ein Text also so voll fett und saftig ist, wenn auf der Zunge brennt und den Hörern das Lachen vergeht und die Weiber sich wundern, dann ist es ein Kapielski-Text. Das war der und die Befürchtungen und Hoffnungen und die Vorstellungen.
Himmel und auf Erden.